So, jetzt geht's nun weiter mit dem achten Teil des Minecraft EKG, also Eisen, Gold, Kohle, Let's Play. Hier habe ich keine Samen zur Verfügung, aber ich werde erstmal noch ein paar Samen holen. Falls ich überhaupt welche bekomme. Hier weiter unten habe ich die Chancen höher, dass ich hier noch auf welche treffen werde. Also ich weiß auch nicht, welches Mikrofon ich holen soll. Aber irgendwas Irreguläres ist sozusagen an meinem Kanal passiert. Und zwar am 8. November, also am Samstag. Dem 8. November, da hatte ich bei den Analytics, habe ja heute ein Video hochgeladen dafür. In den Analytics war das so. Also es war in den Analytics so, dass ich 54 Daumen nach unten erhalten habe. Und zwar war das, wo sind die Sticks da? Hier sind Sticks, ich brauche noch Redstone. Wo ist mein Redstone hin? Weil ich habe so viele Sticks gehabt. Das ist nur ein Redstone. Ich greife jetzt noch mal weiter runter. Da werde ich noch bestimmt auf Redstone treffen. Aber bei den Analytics hatte ich 54 Daumen nach unten erhalten. Und zwar am den jeweiligen eben genannten Tag. Normal hatte ich ja vielleicht mal höchstens ein oder zwei Daumen unten. Ist ja bei mir normal. Was heißt diese 54 an einem Tag auf einmal? Das ist nicht normal. Oh ja, eine Menge Eisen. Sonst würde ich meine Welt bauen, ein Dislike-Verbot erteilen, all meinen Videos. Dass, wenn Dislikes drauf sind, dass sie automatisch entfernt werden. Die Dislikes sind automatisch alle entfernt. Dass wir diese Software installieren, die Dislikes automatisch in Likes umwandelt. Den, der das Video gedisliked hat, soll es anscheinend aussehen. Als wäre es gedisliked, allerdings soll es bei mir als Like angekommen sein und auch an den Analytics als Like angekommen, damit meine Videos weiter oben auftauchen und damit mein Kanal auch etwas bekannter wird. Das wäre nämlich ganz schön, wenn mein Kanal ein paar mehr Aufrufe kriegen würde. Weil bei 400 Videos wären natürlich 50 Abonnenten relativ wenig. Also ein paar mehr Abonnenten würde ich mir gerne schon wünschen. Mehr Abonnenten als Videos, dann hätte ich ja eigentlich schon fast mein gewolltes Anzahl erreicht. Also meine gewollte Anzahl wäre um die 1000. Dann müsste ich im Moment doppelt so viele Abonnenten wie Videos haben. Aber ich habe natürlich nur ein Achtel Abonnenten wie Videos. So ungefähr ein Achtel. Ich muss da hier erstmal weiter runtergraben und unten nach Redstone suchen, weil ich kein Redstone mehr habe. Sonst kann ich nämlich keine Booster-Schienen herstellen. Ich brauche gleich eine neue Diamantspitzhacke. Ich greife jetzt die noch zu Ende. Die geht bestimmt bald kaputt nach 200 Schlägen. 282 kann die noch halten. Jeden Block, den ich hier abbaue, ist vielleicht einer weniger. Weil der Durability-Wert, der kann ja noch von 1 auf 0 sinken. Und erst dann geht die kaputt. Übrigens finden bei mir heute auch Martins-Umzüge statt, also kleinere Kinder, die kommen. Oh, Diamant vorkommen. Reicht das mal direkt aus.
Diamanten. Oh, das ist auch ein größeres Vorkommen als normal. Solch großen Diamantvorkommen geht ja nicht normal. Aber damit ihr mal vielleicht ganz viele Diamanten zieht, sollte ich mal ein Minecraft Diamant Let's Play. Also mein Minecraft Diamant Let's Play. Kann ich dann einen weiteren Part heute nochmal zusätzlich hochladen. Neben diesem EKG jetzt nochmal einen Diamantpark hochladen heute. Jetzt bin ich hier unten angekommen. Ich rate jetzt hier das noch auf 3 Blöcke aus. Und da ist auch Redstone. Was ich auch unbedingt für die Boosterwelt brauche. Ein Stück Redstone. Ich suche noch mehr Redstone. Und noch mehr Redstone. Noch mehr. Natürlich kein Lava-See haben. Zack, erstmal das zubauen. Ich weiß auch nicht, wie ich will, lassen die auch hier auf 3 Blöcke erweitern. Hier auch erstmal auf 3 Blöcke. Eigentlich nur, aber ich kann daraus einen größeren Raum später bauen oder eine Slime Farm auch und hier das Gold noch abbauen. Ich glaube, sonst müsste ich mir vornehmen, mindestens jeden Tag ein Part hochzuladen. Also wenn ich komme, dann, oder wenn ich kann, dann würde ich immer bei Gelegenheiten, jetzt habe ich auch gerade Gelegenheit. Zwar hat die Schule heute wieder bei mir begonnen, also es waren ja jetzt die letzten Ferien, die aufgehört haben. Also ich hatte ja noch Bremen und Niedersachsen Ferien und ich bin ja aus Niedersachsen. Und die hatten ja die letzten Ferien gehabt. Ich habe hier noch ein 64er Stack. Und da habe ich jetzt hier mal einfach mal so ein Zweiergang, mal ein bisschen mal rein. Hier höre ich erst einmal auf. Dann also nochmal den hier, diese hier weg. Hier kommen Booster, aber jetzt sind hier 3, hier 2, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ups. Dauert immer ein bisschen lange. Natürlich möglichst wenig Boosterschienen aufbrauchen, um da runter zu kommen. Ich brauche natürlich noch genug Redstone-Fackeln. Sechs Fackeln reichen ja nicht aus. Ich brauche ja mindestens 20, nur 15 Fackeln. Und jetzt habe ich erstmal nicht genug Holz im Inventar. Da grabe ich das Eisen aus und da ist ein Lavasee. Hier ist das Eisen fertig, hier ist das Gold fertig und hier ist noch das Eisen fertig. Kommen hier auch alles wieder rein. Und das draußen ist es Nacht, also schlafen. Wenn es Nacht draußen ist, dann sollte man ein bisschen immer schlafen gehen. Und das haben die, glaube ich, jetzt irgendwie die Mojang-Arbeiter so gemacht, dass Nacht gespawnte Monster, wenn jetzt tagsüber ist, dass sie dann schnell despawnen, das verschwinden. Man sieht ja schon mal direkt keinen Creeper oder so mehr. Die verschwinden jetzt auch relativ schnell. Damit man auch nicht sorglos tagsüber hochgehen kann. Habe ich ja jetzt irgendwie bemerkt, dass man dann weniger Sorgen rausgehen kann. Nach dem Tagesanbruch.
Man sieht ja jetzt zum Beispiel nicht mehr viel. Jetzt muss ich erstmal noch ein paar mehr Holz mitnehmen. Immer dieses Holz hier mit hier. Ach, wo ist mein Gold hin? Ich habe natürlich das Gold weggepackt. Oder nicht den ganzen Deck dafür. Jetzt erstmal noch 2, 3, 4. Jetzt 4 Stück da rein. Und den Rest zu Redstone Fackeln machen. Einen Knopf herstellen. Wie bepowert das ja die Schiene. Müssen wir jetzt mit den Fackeln auskommen. Na, so muss man sich hier eine weitere Fackel setzen. So kommen wir mit den Fackeln nicht aus. So verbrauche ich einfach zu viele Fackeln. 1, 2, 3. Ich muss wahrscheinlich ein paar mehr Schienen da verbinden. Oder ich muss ein paar mehr Fackeln herstellen einfach. In dem Fall kann ich das noch machen. Dazu werde ich auch erstmal sonst nicht auf andere Weise brauchen. Ich muss nur Knopf nehmen. Von hier abgestoßen wird. Ich glaube, ich könnte noch eine dritte Schiene hin, damit man ein bisschen schneller hochkommt. Jetzt muss ich gleich die Schiene mal testen, da die Strecken hier. 6 Schienen, da kann ich sozusagen auf jeden zweiten noch eine weitere Schiene davor anhängen. Ungefähr hier zum Beispiel nicht, aber dann hier wieder. Das soll ja relativ gleichmäßig gehen. Zum Beispiel hier jetzt auch nur eine Schiene. Will ich ja auch zumindest jetzt weiterhin machen. Hier zum Beispiel auch wieder eine. Selber hatte ich aber nur einen normalen Minecraft-Let's Play gemacht. Wo ich eigentlich wegen keinen neuen Abonnenten keine weiteren Teile erstmal gemacht habe. Weil ich mache ja pro Abonnent einen Teil. Mich hat einfach keiner mehr abonniert. In den letzten paar Tagen. Deswegen kam da kein neues Let's Play-Teil. Muss ich erstmal noch. Ah, ich habe kein Eisen. Brot essen und auf den Weizen. Schade, dass man das nicht einfach so dritteln kann. Das ist jetzt hier wieder fertig. 3 Weizenkörner. Weil man erhält meistens mehr Samen als vorher. Zwischen 0 und 3 Samen ploppen raus. Durchschnittlich sind es meistens 2. Deshalb sind eher Diamanten da wieder rein. Ich wollte noch ein bisschen Eisen haben. Aber ich habe ja Eisen und Gold jetzt auch drinne. Das können jetzt auch hier rein, das ist alles Brennmaterial. Eisen und Golderz. Kohle muss ich ja mal selber herstellen. Glas packe ich auch erstmal. Ich werde erstmal meinen Kader stellen. Hier drauf setzen.
Mach das nun mal wieder so. Wir unseren Hof fahren. Im Hof fahren, da ziehe ich nochmal hier unten mal einen hin. Mit den 63 Glasblöcken wollte ich jetzt die Art Panorama hier schaffen. Oder im Lavasee. Oder das mal. Ich muss ja später auch Fenster einfügen, deswegen kann ich die Lade auch nicht mal wieder weg. Geht mal die Strecke aus. Und kommt man ja problemlos. Da bringen die Booster aber jetzt gar nicht. Ich soll ja schnell nach unten und oben kommen. Das ist aber einfach zu viele Powered Rails hier drin. Noch zu viele, deswegen. Ich muss nochmal kurz das Szenario nochmal neu simulieren, von da oben runter zu kommen. Jetzt kommt man da stehen. Drücken wir mal den Knopf, der ist oben, dauert ein bisschen länger. Und man kommt jetzt auch ohne Probleme hoch. Hochkommen auch kein Problem mehr. Und die Lava habe ich jetzt auch schön ein bisschen verschönert. Eichenholz ab in der Zeit. Also noch mit Brennholz. Deswegen habe ich erstmal genug von. Nochmal abbauen. Eine steht dann noch. Und jetzt mal voll da rein. Setzen wir gleich mit. Davor werde ich erstmal noch die Tannenbäume abbauen. Und nicht ganz hoch. Und schon wieder hochbauen. Ja, das ist eigentlich der beste Hoch. Der Hochbau. Beste Hochbaumaterial ist für mich persönlich ist Erde. Man kann aber auch sich mit Sand hochbauen, aber hier nochmal das Holz dran. Ich bin bei 64 Stacks hier voll. Ich muss ja sowieso noch eine neue Diamantspitzhacke machen. Was? Neue Diamantspitzhacke? Was ist das denn? Hab ich gar nicht mit. Was brauche ich jetzt doch? Wie sollen wir den unter? Das heißt, ich würde eigentlich fast schon ein paar beenden wollen. Hier noch kurz mal die ganzen Sätze nehme ich hier mit. So, diesen Sappen mangelt nichts an Setzlingen.
nochmal welche dazu. Ich brauche die eigentlich im Moment nicht einsammeln. Jetzt das Holz. Dann natürlich 1964 Stack voll. Wir sind auch schon direkt wieder 2 Tannen gewachsen. Durchtragen. Zerploppen noch immer. Hier ein bisschen Holz rausnehmen, sag ich mal hier. Irgendwo dann noch ein bisschen. Holz brauchen wir doch schon. Schlaf erst einmal ein bisschen. Und dann kann ich erstmal noch die Diamantspitzhacke machen für den nächsten Part. Aber das werde ich in den nächsten Part machen. In den nächsten Parts weiter damit arbeiten. Ich stelle die aber noch, damit ich die im nächsten Part direkt habe. Hoffen wir, dass der Part euch gefallen hat. Dann zeigt es mit Liken, Teilen und Abonnieren. Bis zum nächsten Teil.